Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, ich habe heute wieder die Leica dabei, weil meine rote Kamera, also die bessere Kamera, nicht aufgeladen ist. Und ja, ich mache heute wieder meinen kleinen Vlog. Noch bin ich in meinem Zimmer, aber ich werde gleich abgeholt. Es ist jetzt gerade 35 und genau, ich werde um 9 Uhr abgeholt, also ich habe noch ein bisschen Zeit und deswegen wollte ich euch jetzt mal kurz zeigen, was wir uns alles neu gekauft haben. Ich habe hier nämlich eine Ikea-Tüte und genau, ich habe schon meine neuen Socken an. Also die gibt es im Moment neu, vielleicht habt ihr die ja schon mal gesehen. Sind ja auch relativ ausgefallen, aber ja, die habe ich mal gekauft und ich zeige euch jetzt mal, was wir sonst so gekauft haben. Also erstmal haben wir einen Sattelgurt gekauft, der ist ziemlich lang, aber der ist für Lucky, weil Lucky hat ja einen kleinen Sattel und da haben wir halt einen etwas kürzeren für und da ist es immer sehr, sehr schwierig, den Sattel zuzumachen. Sobald er einmal drin ist, geht es, aber man kriegt ihn nie rein, man hatte immer nur so einen Fitzel dann in der Hand von der Gurtstrippe und deswegen haben wir den längeren jetzt besorgt. Der ist jetzt, glaube ich, 90 cm, ja, 90. Und der vorherige war 85, also 5 cm ist der jetzt länger. Und ich hoffe mal, dass das so dann ist. Dann habe ich noch ein Mesh gekauft. Das ist ein Mesh Immun Vital von Nösenberger. Das ist jetzt nur so ein kleines Pröbchen. Und genau, das ist halt fürs Immunsystem. Es sind 500 Gramm drin. Das hat 2,99 € gekostet. Und ja. Dann als nächstes habe ich einmal Leckerlis. Da sind drin warmluftgetrocknete Gräser. Kräuter, Wurzel, Gemüse und Obst. Dann habe ich eine Lederpflege gekauft von Effax. Das ist ein Lederbalsam. Ich hatte vorher eine von Equinatura, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich glaube, das war sogar im letzten Video. Und die riecht richtig gut. Und ich hoffe, sie ist auch so gut. Nur mein Problem war, wir lassen überhaupt keinen Schwamm. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal einen Schwamm gekauft. Das ist ein Reinigungsschwamm, also Cleaning Sponge. Und genau, den habe ich dann noch dazu gekauft. Dann die letzte Sache sind ein paar Handschuhe. Ich habe vorher richtig gute Handschuhe gehabt. Auch schöne für den Winter, weil es ist ja schon recht kalt beim Reiten. Aber da habe ich irgendwie nur noch einen von. Und deswegen habe ich mir jetzt eine sehr günstige Alternative einfach mal mitgenommen. Und zwar sind das so ganz normale Fließhandschuhe. Und ich kann sie ja mal eben anziehen. Ich habe sie jetzt mal angezogen. Die sind halt so Navy und haben hier noch so einen Besatz oder sowas. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, ich denke, es ist nicht die beste Qualität, weil sie waren sehr günstig, aber... Naja, ich probiere sie einfach mal aus, bis ich die anderen wiedergefunden habe. Das war's dann jetzt mit den Sachen, die ich gekauft habe. Ihr könnt ja dann gleich mal am Stall sehen, wie die Sachen so sind. Ich hoffe auch, dass die Sachen alle gut sind. Und ja, dann sehen wir uns gleich am Stall. So, wir sind jetzt gerade am Stall angekommen. Und wir füttern jetzt erstmal die Pferde. Hier sind schon Dini und Mia. Also Mia ist auch ein Chatty von uns. Und Dini, den kennt ihr noch gar nicht. Den haben wir noch nicht so lange, ist nämlich ein Fohlen. Und der wird ein Entmaß-Pony. Und genau, das wird dann so... mein Reitpony. Die zwei und die ganzen anderen Pferde werden jetzt erstmal gefüttert. So, und jetzt mache ich ein bisschen Plätt. Denn es ist sehr schlechtes Wetter, also wir können nicht ausreiten gehen und nicht zur Halle gebracht werden. Und genau, deswegen putzen wir heute nur und geben gleich noch ein bisschen Wäsche. So, ich teste jetzt mal hier die Leckerlis, die ich euch ja eben gezeigt habe. Und mal schauen, ob sie Lucky mag. Lucky, gefallen sie dir? Ja, scheinbar. Ja, sie.
Wir machen jetzt hier gerade noch das Mesh, was ich eben gezeigt habe. Also dieses Immunvital. Und das ist jetzt richtig rosa geworden, weil da auch richtig viele Hagebutten drin sind. Und jetzt mache ich das so, dann jetzt hier mich. So, jetzt hier bringt Lucky mal eben sein Mesh. Und mal schauen, ob es ihm schmeckt. So, ich bringe Lucky jetzt gerade zur Wiese. Wir haben gerade halt das Mesh gegeben. Und genau, wir bringen jetzt erstmal auf die Wiese und dann kriege ich ja nochmal eins von den neuen Leckerlis. Und jetzt habe ich Deni auch schon in der Hand. Ich bringe ihn jetzt wieder in der Box. Also haben ihn gerade kurz auf der Wiese da hinten gestellt. Und genau, jetzt kommt er wieder in die Box. Voll lahm gerade. So, wir machen halt. Wir gehen jetzt zum Auto und fahren dann nach Hause. Und dann beende ich hier den Vlog. Genau, ich wünsche euch noch ein schönes Silvester. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und ja, dann mal bis zum nächsten Mal.